Zu einem gemeinsamen Ausbildungstag mit der THW-Jugend des Ortsverbandes Burg traf sich die Jugendfeuerwehr Möser vor kurzem. Organisiert von der Reservistenkameradschaft Karl von Clausewitz erwarteten die zukünftigen Brandschützer verschiedene Ausbildungsinhalte an 6 Stationen. Dazu gehörte hier zu sehen auch der Bau von Behelfstragen und der Transport von Verletzten. Die Kinder und Jugendlichen der Ortsfeuerwehr Möser lernten hier unter Anleitung von aktiven Bundeswehrsoldaten und Reservisten, aus welchen Materialien Behelfstragen gebaut werden können und auf was beim Tragen von Verletzten zu achten ist. Neues Wissen erhielten die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Möser und des THW Burg darüber hinaus auch beim Umgang von Verunglückten mit Wirbelsäulen- und Brandverletzungen sowie den notwendigen Erstmaßnahmen bei Verkehrsunfällen. Am Ende jeder Ausbildungsstation wurde von den Ausbildern die Vermittlung der Ausbildungsinhalte quittiert. So erhielten die Jungen aus Möser einen Nachweis ihrer neu erworbenen Fähigkeiten. Feuerwehrtypisch wurde es an Station Nummer 5. Hier zeigte Steven Kissmann von der Freiwilligen Feuerwehr Möser, der die Übung an dieser Station leitete, den Jungen der Jugendfeuerwehr den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher und wie dieser richtig zur Brandbekämpfung eingesetzt wird. Das Konzept der regionalen Bereichsbeamten, kurz RBB, ist nun auch in der Gemeinde Möser umgesetzt. Zum 1. Oktober 2014 zogen die Polizeihauptmeister Karl-Heinz Fröhlich und Steffen Zarchler in ihr neues Dienstbüro im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Brunnenbreite 7 bis 8 ein. Von hier aus werden sie zukünftig ihren Dienst in den Ortschaften der Gemeinde verrichten. Die alte Polizeistation in der Thälmannstraße ist mit dem Einzug der neuen regionalen Bereichsbeamten nicht mehr von der Polizei besetzt. Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde können sich aber telefonisch an die zwei Beamten wenden. Zum offiziellen Dienstantritt der beiden Polizeihauptmeister kam auch der Leiter des Polizeireviers Jerichower Land, Christian Fendal, mit dem Pressesprecher Thomas Kriewitsch nach Möser, um mit dem stellvertretenden Bürgermeister Hartmut Dehne über das neue Konzept zu sprechen. Dafür da natürlich auch Polizist zu sein, also der RBW ist Polizeibeamter, der RBW bleibt Polizeibeamter. Der wird, wenn er auf seinen Dienst wegen auf den Verkehrsunfall zukommt oder vom Bürger eine Mitteilung über eine Strafanzeige oder eine Straftat bekommt, das natürlich auch aufnehmen. Wer ist Polizeibeamter? Aber er wird nicht eingesetzt im Rahmen des Notrufmanagements. Also das, was der normale Bürger unter 110 versteht, das Notrufmanagement, da kommt der RBW nicht zum Einsatz. Ausnahme gibt es immer, Gefahr für Leib und Leben, das brennende Haus, der schwerste Verkehrsunfall, der sich in der unmittelbaren Nähe des Standorts vom RBW auch stattfindet. Da muss er natürlich auch Polizeibeamter sein dürfen. Da muss er auch zur Gefahrenabwehr handeln können. Aber er ist nicht dafür da, den Normfall, Verkehrsunfallaufnahme, Diebstahl im Keller vom LFZ dann entsandt zu werden und die Dinge ganz normal aufzunehmen. Dafür ist er nicht da. Dafür ist das Streifenkreiskonzept, was spätestens zum 1.1. dann auch greifen wird. Und da gibt es eine saubere Trennung. Der ABB ist dafür da, gemeinsam mit der Einheitsgemeinde, mit der Stadt, aktiv zu sein, ist dafür da, die Vollzugshilfe zu leisten, ist dafür da, gemeinsame Streifen zu machen, ist dafür da, die Probleme, die die Gemeinde hat, Beispiele gibt es da viele, eins könnte sein, der Spielplatz, der halt nicht dafür genutzt wird zum Spielen, sondern als abendlicher Treffpunkt für den einen oder anderen, der zu viel Alkohol trinkt, dafür ist er da, ist dafür da, mit dem Gerichtsvollzieher, mit der Sozialkasse, mit der Gemeinde eingesetzt zu werden, wenn es darum geht, Vollzugshilfe zu leisten. Und er ist natürlich Prävention, für die Prävention da. Der RBB wird in die Grundschulen unterwegs sein, der wird in den Kindergärten unterwegs sein. Der geht zu Seniorenveranstaltungen. Der wird auch Veranstaltungen begleiten, das Dorffest hier, den Umzug dort. Dafür ist er da.